Willkommen bei Birdbrook Music, dem Kanal für Musiker und Musikliebhaber. Heute zeige ich euch eine Methode, wie ihr ein virtuelles Schlagzeug schnell und einfach in echte Drumspuren umwandeln könnt. Und wie ihr selbst nach dem Mixen noch ganz einfach Drum-Pattern oder sogar einzelne Drum-Samples austauschen könnt. Viel Spaß! So, ich benutze heute Logic, um euch das perfekte Drum-Routing zu zeigen, aber ich bin mir sicher, dass es auch in jeder anderen DAW gehen wird. Zunächst suchen wir uns einen Virtual Drummer eurer Wahl aus. Wichtig ist allerdings, dass es den Multi-Ausgang unterstützt. Bei mir ist das der Superia Drummer 3. Wir drücken auf Multi-Ausgang und öffnen das Plugin. Nun könnt ihr euch zunächst euren Sound innerhalb des Plugins zurechtbasteln. Sucht euch euer Drum-Kit aus, das ihr haben wollt. Ich bleibe einfach mal beim Standard und wir programmieren einen Groove. Ich habe kurz einen Standard-Loop programmiert, der klingt so. Und jetzt können wir zum Routing gehen. Dafür klicken wir im Superior Drummer auf den Mixer. Und können dann hier unten bei Output das Routing bestimmen. Der Superior Drummer hat für uns schon vorgeroutet. Hinter der Kick versteckt sich Ausgang 1 und 2 bei Snare 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8 und 9, 10 und 11, 12 und 13. Nun öffnen wir den Mixer von Logic. Und wenn ihr, wie ich jetzt mit dem Superior Drummer, einen Multi-Ausgang hinzugefügt habt und verschiedene Ausgänge geroutet habt, dann seht ihr hier unten ein Pluszeichen. Diesem Pluszeichen könnt ihr die verschiedenen Ausgänge hinzufügen. Der erste Ausgang ist immer 0 und 1, also in dem Fall unsere Kick. Als nächstes käme die Snare, dann käme die Hi-Hat. Nach der Hi-Hat die Rack-Toms. Dann fügen wir die Floor-Toms hinzu, auch wenn wir die jetzt nicht benutzt haben. Die Overheads und den Room oder die Ambience, wie es hier beim Superior Drummer heißt. Die können wir jetzt noch dementsprechend benennen. Nun sollten wir die einzelnen Komponenten auf den einzelnen Spuren haben und könnten sie theoretisch einzeln bearbeiten. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Wie ihr seht, die Snare schlägt aus, die Hi-Hat, die Bassdrum, die Overheads. Theoretisch sollten wir jetzt hier also auch die Lautstärke der jeweiligen Komponenten steuern können. Versuchen wir doch mal, die einzelnen Komponenten im Solo-Modus anzuhören. Wunderbar, das scheint zu klappen. Viele Tutorials zu dem Thema hören hier auf, da ihr nun theoretisch alle Schlagzeugspuren einzeln bearbeiten könnt. Manche Tutorials zeigen noch, wie man die Spuren so bounced, dass ihr sie wie ein normales Schlagzeug bearbeiten könnt. Dies hat den Vorteil, dass man eine Menge CPU sparen kann, da man den CPU-hungrigen Virtual Drummer ausschalten kann. Es hat allerdings auch den Nachteil, dass man nicht mehr so flexibel in der Nachbearbeitung ist und einfach die Drum-Pattern verändern kann. Ich zeige euch heute eine Methode, die das Beste aus beiden Welten ohne Einschränkung verbindet, sodass ihr zwar den Virtual Drummer ausschalten könnt, aber trotzdem noch die Möglichkeit habt, selbst nach dem Mixen die Drum-Pattern zu verändern. Kommen wir zum ersten wichtigen Kniff. Wenn wir hier nun die verschiedenen Teile des Superior Drummers einfach auf Busse routen würden, würde Logic automatisch Busse kreieren. Diese Busse jedoch haben keinen Recording-Button. Wir können hier also keinen Ton aufnehmen. Deshalb schließen wir den Bus wieder und erzeugen eine neue Audiospur. Davon brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Also duplizieren wir das 6 mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benennen unsere Spuren. Und geben ihnen zur besseren Übersicht noch eine andere Farbe. Nun haben wir hier also die Virtual Drums und hier kreieren wir nun unsere richtigen Drums. Wichtig ist, dass wir unsere Stereo-Komponenten, das sind einmal die Overheads, hier oben zu Stereo ändern, auch das Room Mic zu Stereo ändern, die Floor Toms zu Stereo
und die Rack-Toms zu Stereo. Hi-Hat, Snare und Bassdrum können Mono sein und das Praktische ist, dass obwohl der Superior Drummer hier ein Stereo-Signal ausgibt, die Bassdrum und die Snare durch das Routing letztendlich zu einem Mono-Instrument werden. Bevor ich euch jetzt das Routing zeige, werde ich bei den Virtual Drums noch ein schnelles Gain-Staging vornehmen. Das hat den Vorteil, dass wir später, wenn wir Sounds eventuell ersetzen wollen, die Bearbeitung nicht anpassen müssen, da sie mit dem gleichen Pegel angesteuert werden. Falls euch das Thema Gain-Staging interessiert, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich dazu noch ein extra Video machen. Durch das Gain-Staging sind nun die Lautstärkeverhältnisse ganz durcheinander gekommen. Das klingt so. Es ist allerdings wichtig, dass wir das erste Mix wieder korrigieren, damit die Aufnahmen, die wir gleich machen, die richtige Lautstärke haben. Nun kommen wir zum Routing. Dafür machen wir aus unseren Drumtracks jeweils einen Bus, und zwar im Eingang. Nun sind unsere verschiedenen Drumtracks Busse, aber gleichzeitig auch Audio-Tracks. Das hat den Vorteil, dass wir Audiomaterial, das in den Bus reingeht, auch aufnehmen können bzw. mit dem Monitoring anhören können. Nun müssen wir unseren Virtual Drums die Busse zuweisen, damit diese bei unseren Drumtracks ausgegeben werden. Die Bassdrum kommt also in den Bus 225. Die Snare kommt in den Bus 226. Und so weiter. So, und nun kommen wir zum nächsten wichtigen Kniff. Und zwar müssen alle unsere Busse auf Pre-Fader gesetzt werden. Dadurch, dass wir die Busse auf Pre-Fader setzen, können wir nun den Ausgang der Virtual Drums auf ohne stellen. Nun wird ab hier kein Signal mehr weitergegeben. Da die Busse das Signal allerdings vor dem Ausgang abfangen und weitergeben, wird das Signal noch zu hören sein. Mit Alt und einem Mausklick stelle ich nun alle Busse auf 0 dB und somit haben sie exakt die Lautstärke, die wir im Gain Staging bestimmt haben. Wenn wir jetzt Play drücken, hören wir nichts mehr, da alle unsere Ausgänge ausgestellt sind. Um das Instrument jetzt hören zu können, müssen wir bei unserem Drumkit das Monitoring anmachen. Das machen wir hier mit dem I. Wenn wir jetzt Play drücken, können wir unser Drumkit wieder hören. Hierfür ist allerdings wichtig, dass wir eine Einstellung vornehmen. Und zwar unter Logic Pro, Einstellung, Audio, Allgemein, ist es wichtig, dass hier kein Haken ist. Eingangsmonitoring nur für ausgewählte Spur und nur wenn Eingangsmonitoring aktiviert ist, wie in GarageBand. Wenn dies aktiviert ist, kann man immer nur das Instrument anhören, auf das man gerade klickt, aber niemals das ganze Drumkit. Deshalb muss das aus sein. Jetzt haben wir Logic so eingestellt, dass wir ganz einfach über den Record-Button aus unserem virtuellen Schlagzeug richtige Schlagzeugspuren machen können. Nun können wir das Monitoring wieder ausmachen und können unser Schlagzeug mixen. Kommen wir jetzt zum Grund, warum ich dieses Video gemacht habe. Bis hier gibt es viele Videos, die mit einem ähnlichen Setup zeigen, wie man aus Virtual Drums richtige Drumspuren machen kann. Mein Routing allerdings hat den Vorteil, dass wir nachträglich einzelne Spuren verändern können und sogar virtuell Probe hören können mit dem schon gemachten Mixing. Um das zu demonstrieren, werde ich erstmal die Snare durch Distortion jagen.
Ihr könnt nun eindeutig hören, dass die Snare einen anderen Sound hat als ursprünglich im Virtual Drummer. Nun nehmen wir mal an, wir haben schon eine fertige Produktion, doch uns gefällt das Snare-Pattern nicht mehr. Nun können wir dank unseres Routings den Superior Drummer nehmen. Ich werde die Snare-Spur muten. Jetzt mache ich hier auf unserer Snare-Spur das Input-Monitoring wieder an und ändere das Snare-Pattern. Nun könnt ihr das neue Drum-Pattern Probe hören, ohne die Snare aufnehmen zu müssen. Und wenn es euch gefällt, drückt ihr einfach auf Record und nehmt das neue Snare-Pattern auf. Wir machen das Input-Monitoring aus und schon habt ihr mühelos euer altes Drum-Pattern durch ein neues ersetzt. Dank unserem Gain-Staging ist es auch möglich, ganze Sounds auszutauschen, ohne groß nachmixen zu müssen. Nun könnt ihr, um CPU zu sparen, fürs Mixing den Superior Drummer einfach ausschalten, mit der Hide-Funktion von Logic den Superior Drummer verstecken und euer Mixing machen. Wenn ihr nach dem Mixing merkt, dass ihr noch etwas ändern wollt an eurem Drum-Pattern, könnt ihr ganz einfach den Superior Drummer wieder reinholen, anschalten, euer Drum-Pattern ändern und neu aufnehmen, ohne dass ihr den Track nochmal neu mixen müsst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr den Trick schon kanntet und ob er auch in anderen DAWs umsetzbar ist. Für mehr Music-Content oder mehr Tutorials abonniert meinen Kanal und lasst mir ein Like da. Bis dahin wünsche ich euch eine geile Zeit. Auf Wiedersehen.